Die Bettlaken sind toll. Und ich darf zuerst... Nein, 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 nicht bomben. Wegnebeln. Und. 800, 900, komm. Ach, 700, schade. Und nachfüllen, ich weiß Bescheid. Hup. Komm, macht euch auch platt. Oh, er hat sich vermehrt. Super toll. Ob jetzt mein Nebelauer immer noch auf mehrere gezählt hätte, wollte ich fragen. Aber nee. Hier kann mich natürlich auch einschläfern, dann geht's überhaupt nicht. Vorschlagen übernimmt nichts. Hat das Pferd Rubens gerade in den Arsch getreten? Habe ich richtig gelesen? Ich glaube ja. Attackiert mit Gedärmen. Er reißt sich auf, nimmt seine Gedärme raus und wirft sie uns über. Und nennt es einen Angriff. Die leben ja immer noch. Die leben viel zu lange. Stirbt. Sturben sie bitte. Na endlich. Jetzt gibt schon 1000 XP für Trashkämpfe. Und wir sehen schon wieder nichts. Tja, links lang, rechts lang. Ich glaube links lang. Na, keine Gegner in der Nähe. Alles ist gut. Lalala. Sind aber wirklich wenige hier. Ha, Tatsache. So, jetzt laufen wir blind. Braune Kiste. Hoch und rechts und... Nee. Wieder hoch und wieder rechts. Und dann runter. Und doofe braune Kiste. Hier geht's direkt noch höher. Höher. Wieder eine scheiß braune Kiste. Ich will keine braunen Kisten. Ich will rote, rot-gelbe, mit Zeug drin. Wie die, die jetzt gleich kommt. Irgendwo. In Bälde. Aber nicht da rechts, oder? Bitte. Oh, da rechts kommt gar nichts. Oh. Ich würde sagen, der Nebel hat sich gelichtet. Tja, war die Maske wohl doch nicht nötig, oder? Fettlaken. Wusch, wusch, wusch. Sehr schön. Ach, ich hab's genau gewusst. Ich hab's richtig gemacht. Toll. Und Wauwaus. Arme, doofe, putzige Wauwaus. Wauwaus sind tot. Auch wenn's gemein ist. Obwohl, die Nebelmaske. Dieses... Weil jetzt natürlich eindeutig das Geräusch, das Nebel macht, wenn er anfängt, einem aus den Augen rauszugehen. Das ist aber natürlich selbsterklärend, denke ich doch, oder? Warum ist das Vieh hier? Hätte ich da eben nicht ein bisschen reinrennen? Na okay, warum nicht? Immerhin, ich sehe, wo ich hingehe. Und ich weiß jetzt auch, was der richtige Weg ist, nämlich der, den ich nicht gegangen bin. Wie sieht's mit der Magie aus? Gut, gut, euch nachschauen. Blip. Genau so. Ich hätte noch heilen können, sehe ich gerade. Aber naja, jetzt ist zu spät. Vom Boss heile ich nochmal. Wird dann hoffentlich reichen müssen. Oh, da fällt mir ein. Ich möchte ja noch mit jemandem schimpfen. Ha, stimmt ja. Funk. Mr. Funk Royal. Du hast gestern Abend dein 100-Subscriber-Video veröffentlicht. Und du hast mich drin genannt. Bei jedem so ziemlich, der einer ist, hast du gesagt, oh ja, der ist auch ein Let's Player. Der ist ein Let's Player bei uns im Forum. Der ist ein Let's Player. Der ist super toll. Der ist ein Let's Player. Bei mir... ja, und der, und der, und der ist ein Let's Player, und der ist ein Let's Player, und Deathmic, und der, und der, und der andere ist ein Let's Player. Ich war sehr enttäuscht. Ich habe mich in den Schlaf geweint, Frank. Kennst du mich überhaupt? Ich erwähne dich immer. Ich bin im selben Forum wie du. Du hast bestimmt noch nie ein Video von mir gesehen. Du weißt überhaupt nicht, wer ich bin. Du machst mich sehr traurig, Franky. Aber ich hab dich trotzdem lieb. Schnief.
Oh, stimmt ja. Ich habe ja noch gefragt. Ihr solltet mir erklären, dass mir jemand mal Ambrosia erklärt, wofür es... Ups, ich bin ja schon beim Boss. Nach dem Kampf hier. Wofür Ambrosia ist. Und jemand hat's wieder mal getan. Ich weiß wieder mal, warum das Zeug so unnötig war. Ich weiß überhaupt nicht, wie sein YouTube-Nick ist. Ich glaube, The Bele oder The Belerophon. Ich kenne ihn auf jeden Fall in real life. Hi. Ich nenne jetzt nicht deinen Vornamen aus Datenschutzgründen, außer du sagst, dass ich es nächstes Mal tun soll. Aber trotzdem danke, dass du es mir wieder erklärt hast. Und es ist vollkommen unnötig. Und zwar folgendermaßen. Wenn man so einen Angriff von einem Gegner reinbekommt, Mist, schon wieder vergessen, der dann zum Beispiel jetzt die Stärke senkt, dass man Stärke minus 5 Punkte hat für den Kampf oder so, ist Ambrosia dafür da, um solche Defizite wiederherzustellen und das Ganze wieder auf Normalmaß zu bringen. Also auf gut Deutsch, boah, ist das für ein Arsch. Ist das unnötig, das Zeug. Man kann nicht mal die Blumen damit gießen, so doof und unnötig ist das Zeug. Hi, eine nette kleine Frau mit grünen Haaren. Die ist bestimmt sehr freundlich zu uns. Schauen wir mal, wie freundlich die ist, wie ich mich auf ihre Freundlichkeit vorbereite. Nämlich so. Nämlich, das ist... meine echte Medusa. Meine richtige Medusa. Die Nebelaura fressen muss. Aber immer. Attackiert mit Hysterie. Ich attackiere mit Nebelaura, da habe ich eindeutig den längeren. Tja. Längeren Hebel natürlich. Ich sitze am längeren Hebel. Nicht, was ihr denkt, ihr. Nee. Und wie viel machst du bei ihr alleine? Oh, das sind stattliche Zahlen. Das ist lecker, lecker, lecker. Killer-Kobra. Widerstanden. So killer war die nicht. Och, sind das so schöne Zahlen. Wisst ihr, was ich gemeint habe mit der Nebelaura? Die ist super, oder? Ihre Schlangen werden wach. Und sie versteinert auch. Die ist sinnvoll und versteinert. Oh, jetzt sind die Schlangen weg. Armes Medu, Medu, Motu. Kralle, Schwert. Haben wir mal ein Schwert drauf. Mit Viperndorn. Heil dich nicht, du doofer Rubens. Hau die einfach um. Die hat doch nicht mehr viel. 300 ist nicht viel. Versuchen wir mal die Axt, ob die mir hilft. Stein, Starre könnte es gießen haben. Ich drücke das immer zu schnell weg. Ich habe keine Geduld. Ich bin... ich muss das Spiel schon fertig haben. Meine Viewer kriegen Langeweile. Ich bin nicht interessant genug. Ich erzähle nicht genug. Ich muss schneller sein. Deswegen habe ich keine Ruhe im Arsch. Ja, so schlimm war die jetzt nicht, oder? Und wir gehen... wohin gehen wir? Raus, wir sind fertig. Und zwar... das ist der Lava-Dom. Das ist der Dungeon. Dort gehen wir jetzt hin. So. Video ist natürlich schon lange überlänger, also wo ist der Unterschied? Dann können wir den jetzt wohl auch noch genauso gut machen. Dann habe ich jetzt irgendwie... seit dem Wasserkristall kann man fast sagen, so eine Videoserie pro Kristall. Na gut, so kann man es dann auch machen, denke ich mal. Ist wohl eine legitime Möglichkeit. Nee, ich greife immer weiter. Nebelaura, 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 Nebelaura. Ich kämpf das aus. Und es sind wieder tolle fliegende Truthähne. Die sind super toll. Hüpf, hüpf. Aber was ich jetzt mal mache, doch ganz ehrlich. Ja, ich mache kurze Videopause. Einfach nur, um technisch sicher zu sein. So, mal speichern. Bin sofort wieder da.